In der Vorbereitung auf diese Konferenz und auf meinen Vortrag habe ich die etwas erstaunliche Entdeckung gemacht in der neuerlichen Lektüre Marx. Also ich habe jetzt nicht den ganzen Marx noch einmal gelesen, ich habe ihn auch ehrlich gestanden vorher nicht gelesen, aber ich habe ihn doch noch einmal quer gelesen. Und ich habe die erstaunliche Entdeckung gemacht, dass ich in dieser Lektüre von einem Déjà-vu-Erlebnis zum anderen gekommen bin. Ich bin ständig an Textstellen gekommen, die mehr oder weniger widerspiegeln, was in, namentlich in Deutschland, aber allgemein in Europa, so in akademischen Kreisen, aber auch in der Medienöffentlichkeit, so im Großen und Ganzen über den Kapitalismus, die Marktwirtschaft, die Ungleichheit und so weiter gesagt wird. Also ich hatte ständig das Gefühl, Texte zu finden, die etwas altmodischer formulieren, was heute gegenwärtig unser mediales Grundrauschen und das in den Akademien sowieso bestimmt. Und das leitet mich als allererstes zu dieser obersten Frage, die uns ja schon am Vormittag partiell beschäftigt hat, wie das sein kann, woran das liegt, dass nach fast 30 Jahren Niedergang des Sozialismus in Europa und weltweit, noch nicht ganz weltweit, muss man sagen, aber sagen wir, es gab diesen großen Zerfall aller kommunistischer und sozialistischer, auf Marx rekurrierender Experimente, wie es fast 30 Jahre danach sein kann, dass wir heute 200 Jahre Geburtstag von Karl Marx so feiern, als hätten wir es mit einem großen Befreier, mit einem Genius der Freiheit zu tun, einem brillanten Denker, um den also eine große Folklore gemacht wird. Wir haben es ja heute Vormittag bereits gehört. Also wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass Marx noch immer diese Attraktivität offenbar auf viele Menschen und offenbar auch auf stille Mehrheiten sozusagen sublim auswirkt, dass er diese Wirkung hat? Und ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage zu einer Differenzierung führt von zwei Methoden, wie man sich mit Marx auseinandersetzen kann. Sozusagen zwei Wege, die müssen sich nicht notwendig ausschließen, aber je klarer man nur einen der beiden verfolgt, das gilt insbesondere für den ersten, den ich jetzt vorstellen werde, umso ausschließlicher wird er und umso weniger, glaube ich, führt er zum Erfolg. Der erste Weg, oder sagen wir der eine Weg, ich möchte ungern eine Rangfolge jetzt mit dem ersten Weg entstehen lassen, der eine Weg ist, im Grunde Marx auf der Ebene der Folgen der Umsetzung seiner Ideen zu widerlegen. Und also das heißt, man geht hin und sagt, seht euch bitte her, diese und jene Idee von Marx habt ihr mehr oder weniger so umgesetzt oder haben sie, je nachdem, wie man mit dem Marxisten ins Gespräch kommt, und muss ihm erklären oder den Menschen erklären, wohin das geführt hat. Und dann kann man sozusagen das mehr oder weniger historisch klar darlegen. Man kann es wirtschaftswissenschaftlich klar darlegen, man kann also das Scheitern der Planwirtschaft ist, glaube ich, eine fast schon, ich will nicht sagen Trivialität, aber es ist offensichtlich. Man kann darlegen, dass die sogenannte Diktatur des Proletariats oder das Ziel einer klassenlosen Gesellschaft fast immer zu gnadenloser Herrschaft von Menschen über Menschen geführt hat und so weiter. Es ist also dies der eine Weg, auf der Ebene sachlicher Beweisführung klar das Scheitern dieser Ideen darzulegen. Und der Charme dieser Methode oder dieses Weges ist es, dass er vollkommen evident ist, absolut objektiv. So objektiv, und da beginnt allmählich das Problem, dass man nicht einmal notwendig einen eigenen Standpunkt haben muss, um sich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen und diese Fakten darzulegen. Im Prinzip kann man sagen, dass diese Art der Auseinandersetzung sehr weitgehend dem Max-Weberschen Ideal entspricht, einzelwissenschaftlicher Betrachtung. Es ist evident, es sind Fakten, es ist objektiv,
Wie gesagt, das hat seinen Charme. Und wenn ich nun sage, dass dieser Weg offenbar nicht so erfolgreich war und dass er nicht ausreicht, dann sage ich damit nicht, dass es nicht absolut wichtig ist, diese Dinge alle mit anzuführen. Aber offensichtlich reicht es nicht aus. Und es ist ein kleiner Treppenwitz oder eine besondere Nettigkeit, dass sozusagen die Tatsache, dass dieser rein historische, rein einzelwissenschaftliche, rein wirtschaftswissenschaftliche Weg der Widerlegung der Ideen von Marx sozusagen auch historisch widerlegt ist. Denn wir würden hier nicht sitzen und wir würden uns nicht regelmäßig die Frage stellen, warum Marx noch diese Aktualität hat, wenn diese Art der Auseinandersetzung besonders erfolgreich gewesen wäre. Wie gesagt, gerade erst 30 oder nicht einmal 30 Jahre, nachdem alle Ideen in Europa, wir haben es größtenteils noch selbst erlebt, gigantisch gescheitert sind. Also, ich erinnere mich gut, als ich in den 90er Jahren selbst noch in den Studien war, über die Freiburger Schule, über Hayek, über die christliche, namentlich die katholische Soziallehre, wie ich mich mit den Grundlagen der Philosophie der Freiheit beschäftigte und wie mir damals schon auffiel, dass diese Verlockung rein, ich sage mal, deskriptiv Marx und seine Freunde und Freunde im Geiste, die Sozialisten oder den Sozialismus insgesamt zu widerlegen, wie diese Methode die vorherrschende war. Und es ist die Grundlage gewesen, auf der ein Fukuyama etwa 1992 dann das Ende der Geschichte ausrufen konnte. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, wenn jemand so etwas tut, das Ende der Geschichte ausrufen, dann hört man heraus, dass das eine marxistische Geschichtsvorstellung ist. Und grundsätzlich hat auch Fukuyama in der Idee, die er hatte, nämlich dass die Prinzipien einer liberalen Gesellschaft sich am langen Ende durchsetzen, nicht Unrecht gehabt. Aber er hat leider Unrecht gehabt in seiner Grundlage. Er hat nämlich sozusagen das Denken, das vorherrschte, war, auch unter Marxisten, das war es jetzt. Das Ding ist widerlegt, es ist gescheitert, es ist vorbei. Aber was zum Beispiel Fukuyama und ich fürchte auch der ein oder andere dem echten Liberalismus nahestehende oder so in diesem Umfeld gemacht hat, ist, er hat verwechselt den historischen Sozialismus, den sogenannten real existierenden, mit dem weiterhin bestehenden ideologischen. Und wenn man es von dieser Seite her sieht, wenn man jetzt sich vergegenwärtigt, wir haben es mit einer Ideologie zu tun. Wenn man Karl Marx nicht mehr in erster Linie als Ökonomen betrachtet, als Wirtschaftsethiker, Theoretiker, pardon, sondern als Ideologen, als Gründer einer Weltanschauungslehre. Wenn man die Texte so liest, dann wird einem sehr schnell klar, dass man mit Beweisen alleine hier nicht weiterkommt. Beweise werden sehr quasi religiös überzeugte Menschen nur sehr kurz von ihren Überzeugungen abbringen. Am langen Ende kommt die Überzeugung zurück, dann sucht man sich eben, wenn man die marxistische Überzeugung hat, einen Piketty aus dem Regal oder man holt sich da und dort etwas bei der Frankfurter Schule oder man nimmt sich andere sozialistische Denker oder man weist auf die zunehmende Ungleichheit hin. Wir haben heute schon gehört, wie geduldig Papier ist hinsichtlich von Statistiken und so weiter. Das heißt, auf dieser rein beweisführenden Ebene kommen wir, so ist meine feste These hier heute, nicht weiter. Es geht um einen anderen Weg, den man mindestens mit einschlagen muss und der führt zu Ideen, zu Prinzipien und zu moralischen Werten. Und wenn die Auseinandersetzung auf dieser Ebene geführt wird, dann geschieht etwas, was mir viel wichtiger ist oder nicht nur mir, ich fürchte für uns alle, wenn ich das so klar hier sagen kann, viel wichtiger ist, als nur die Auseinandersetzung mit Marx. In dem Augenblick, in dem man diesen Weg wählt, der normativen, der moralischen und der moralphilosophischen Auseinandersetzung, in dem Augenblick ändert sich der eigene Standpunkt. Man ist nicht mehr mit den Folgen der Umsetzung von Ideen, insofern also mit Konsequenzen beschäftigt, folgenethisch könnte man sagen, sondern man geht zu den Ursprüngen zurück und man ändert in dem Augenblick seinen eigenen Standpunkt. Der Liberalismus, wenn man als Liberale argumentiert, wird in dem Augenblick wieder das, was er von seinen
Grundlagen her immer schon war, nämlich eine Sozial- und Moralphilosophie. Adam Smith war ein Moral- und Sozialphilosoph. Und Hayek ist, wie er gerade schon sozusagen immer wieder angeschnitten wurde und auch heute Vormittag immer wieder zu erkennen war, eben nicht in erster Linie nur in dem Sinne ein sich auf das Ökonomische verengender Denker. Sein Gesamtwerk ist im weitesten Sinne mit Grundfragen der Erkenntnistheorie beschäftigt, nicht das Wissensproblem, darin in enger, sagen wir, Nähe, nicht Gleichheit, aber Nähe oft zu Popper und anderen. Es ist sozusagen ein großer philosophischer Vorspann, der dem Liberalismus in diesem echten klassischen Verständnis zugrunde liegt, der ihn ausmacht und der seine Stärke ist. Und in dem Augenblick, in dem wir jetzt anfangen, uns mit Marx auseinanderzusetzen, haben wir den großen Gewinn, dass wir selbst wieder das, also wir oder man als Liberaler oder als klassisch Liberaler, wieder das ist, was man ursprünglich immer schon war und was die ganz große Stärke der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist. In einer langen Tradition, die Philosophie oder sagen wir denkgeschichtlich viel weiter natürlich zurückgeht, als dass sie nur bei Adam Smith und der schottischen Aufklärung ihre Wurzel hat. Die geht weit zurück in die aristotelische Philosophie, also in die griechische Antike, in der es eine ähnliche Zweiteilung oder sagen wir Differenz oder These, Antithese zwischen einer Philosophie der Freiheit und einer Philosophie des, wie Hayek sagt, Konstruktivismus immer schon gab. Also in diesem Augenblick öffnet sich dieser ganze weite Argumentationshorizont, der meiner Beobachtung nach insbesondere in den 90ern, aber auch heute eigentlich weitestgehend nicht wirklich vernehmbar ist und der die große Stärke ist, die der Liberalismus zu bieten hat. Hayek sagt, ein guter Ökonom ist nie nur ein Ökonom. Das ist im Grunde, damit sagt er es. Und wenn es mir gelingt, das Anliegen, das ich Ihnen hier nahelegen möchte, wenn es mir gelingt, das aufzuzeigen, dann wird es mir auch möglicherweise in aller Unbescheidenheit gelingen, aufzuzeigen, dass die Philosophie, die nicht zuletzt durch Marx und die Postmarxisten sehr gelitten hat, der über die lange rationalistische Tradition, ich werde über Hegel auch noch gleich sprechen zur Vorwarnung, sozusagen im Allgemeinen irgendwie als etwas total Unverständliches, mit verkehrten Begriffen operierendes, mit völlig weltfremden Konstrukten arbeitendes. Also wenn es mir gelingt, mit diesem kleinen Beitrag hier heute auch die Philosophie wieder dahin zu bringen, wo sie nämlich eigentlich ist, nämlich sehr nahe am Leben, nur eben mit dem Versuch, Dinge etwas besser verständlich zu machen, zu differenzieren, dann ist viel gewonnen. Also das ist das doppelte Anliegen. Und die reine Verengung auf ökonomische Sachverhalte wäre im Grunde die Wunscherfüllung eines echten Marxisten, wenn das der Liberalismus täte. Weil dann wäre er wirklich verengt. Und analog wäre sozusagen das Menschenbild eines solchen, sich nur auf ein paar wenige Fakten Grundsätze ökonomischen Operierens zu beschränken, wäre im Grunde das Gegenbild oder das entsprechende Bild, das Bild des Homo economicus. Und wir wissen, dass das genau nicht das Menschenbild ist, das zum Beispiel Hayek, der mir hier der wichtigste gegenwärtige oder noch gerade sozusagen wie gegenwärtig scheinende Österreicher dieser Tradition gilt. Aber das geht im Grunde als rote Linie durch diese gesamte Tradition. Es geht also um Ideen. Und es geht um Werte. Es geht jetzt nicht mehr nur um Beweise, es geht jetzt um Begründungen. Da muss man ansetzen. Wie gesagt, das andere, die Fakten, das Konsequenzialistische oder sagen wir, das auf das Ergebnis bezogene, lässt man nicht zurück, aber man beschränkt sich nicht darauf. Wenn es um Ideen geht, dann lesen wir bei Hayek, im Grunde beginnend mit der Verfassung der Freiheit und bis zum Ende, dass, ich zitiere aus der Verfassung der Freiheit, Ideen, moralische und religiöse Einstellungen, die Macht, oder ich zitiere jetzt sinngemäß, die Macht, ist eine unbeschreitende Tatsache, dass bestimmte moralische und religiöse Einstellungen die Zivilisation zerstören können. Und in dem gleichen großen Kapitel der Verfassung der Freiheit sucht Hayek unermüdlich nachzuweisen, und das ist im Grunde der Tenor seines gesamten späteren und Alterswerks dann schließlich, dass Ideen
die Welt bewegen können. Und uns scheint dieser Satz vielleicht eingängig, sehr vertraut. Für Marx ist es nicht so, zumindest nicht in dieser Zwangsläufigkeit. Für Marx, der ja Materialist ist, dialektischer Materialist, aber eben Materialist, bestimmt das, es heißt immer kurz gefasst im Zitat, das Sein bestimmt das Bewusstsein, noch genauer gesagt und wörtlich bei Marx heißt es, das gesellschaftliche Bewusstsein, also es ist ein noch verengterer, ein soziologischer Determinismus, der hier wirkt, das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein und das ist eine Idee, aber grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass das in Frage gestellt ist, in einem marxistischen Denken, im liberalen Denken nicht. Ideen haben die Macht oder können die Macht haben, die Zivilisation zu Fall zu bringen. Und das haben wir im 20. Jahrhundert gesehen. Und alle hier, die über 35 sind, meiner Rechnung nach, haben das am eigenen Leibe erlebt. Das 20. Jahrhundert ist im Grunde ein Abbild davon, mit welcher Wirkmacht sich freie Welt und unfreie Welt gegenüberstanden. Und es ging tatsächlich im physischen Sinne um die Frage des Überlebens. Wir haben das weitestgehend vergessen, verdrängt. Wir dürfen nicht vergessen, der Totalitarismus hat eine militärische Option in petto gehabt, die es erstmals in der Menschheitsgeschichte für nicht mehr nur denkmöglich gehalten hätte, weite Teile der Menschheit auszulöschen, sondern das wirklich als militärische, reale Option zu bedienen. Also es gibt im Grunde von dieser insgesamt doch sehr destruktiven Weltanschauung ausgehend zwei Kernbedrohungen, die Zivilisation ernsthaft bedrohen können. Das eine ist eine aggressive, die in dem Expansionsstreben des marxistischen Denkens liegt. Proletarier aller Welt, vereinigt euch, ist nicht eine auf eine einzelne Gesellschaft bezogene Aussage, sondern es ist eine Aussage, die sozusagen in die Welt geht. Und es gibt auch einen ökonomischen Aspekt der Expansionsneigung oder Gewaltneigung marxistischer Gesellschafts- und Organisationsformen, sagen wir besser. Das ist nämlich die, dass dort permanent Mangel herrscht. Und dieser Mangel muss in irgendeiner Hinsicht ausgefüllt werden. Und das geht natürlich am ehesten über Expansion, territoriale oder Zugriff auf Rohstoffe und so weiter. Weil, wie wir wissen, die Planwirtschaft nicht besonders produktiv ist. Also sie ist produktiv, aber eben in sehr schmalen, kleinen Umfängen nur. Die Zivilisation beschreibt Hayek als einen Zustand, in dem, Zitat, der Einzelne in der Verfolgung seiner Ziele mehr Wissen verwerten kann, als er selbst erworben hat. Und wenn er die Grenzen seines Wissens überschreiten kann, indem er aus Wissen Nutzen zieht, das er selbst nicht besitzt. Es geht also um dieses Prinzip der Wissensteilung, aber es steht dem etwas sehr Wichtiges als Voraussetzung voran. Wenn wir uns hier in dem Raum umschauen, dann werden wir feststellen, dass außer uns Menschen hier im Grunde so gut wie kein natürliches Leben mehr ist. Wir sind also, im Mikroskop betrachtet gibt es das immer noch, und hier gibt es sicher auch einige Insekten und es gibt auch Pflanzen und so weiter, aber sagen wir sind hier unter Menschen und wir halten permanent Regeln ein, moralische, technische, auch rechtliche. Es ist friedlich hier, keiner unterbricht. Körperbeherrschung ist im Großen und Ganzen funktioniert. Wir halten permanent Regeln ein. Ich halte Regeln ein, unendlich oder endlos viele in dem Augenblick. Regeln der Sprache, Verständlichkeit, technische Regeln und so weiter. Das ist ein Kulturzustand. Und im liberalen Verständnis ist dieser... ist dieser Kulturzustand umso liberaler, als er dann Natur des Menschen entspricht. Und diese Natur des Menschen ist es ganz offensichtlich, dass der Mensch sein individuelles Wissen, seine Wertungen,
im Rahmen allgemeiner und abstrakter Regeln, das ist das entscheidende Wort für die Erklärung dieses Kulturzustandes, des Zustandes der Freiheit, für sich verwenden kann. Die Gefährlichkeit der marxistischen Ideologie ist es, dass sie diesen Zustand als bürgerliche Gesellschaft zerstören will, als Programm, als Aussage. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie das heute wäre, im 20. Jahrhundert schon sah es ziemlich finster aus, beinahe. Jetzt sind wir im 21. Wir sind jetzt meines Wissens nach 7 Milliarden oder jedenfalls ziemlich viele Menschen und es werden mehr werden, was eher für die Leistungsfähigkeit der Zivilisation spricht, als dass es gegen ihre Leistungsfähigkeit spricht. Die Krisen des Kapitalismus scheinen so nicht eingetroffen zu sein, denn es scheint sich die Welt insgesamt so zu entwickeln, dass die Menschheit zunimmt, wenn auch nicht unter oft günstigen Umständen, aber das ist ja nicht das entscheidend ist. Wenn wir heute einen solchen Rückfall in eine Verabschiedung des Kulturzustandes hätten, würden wir nicht nur auf der Stelle die Fähigkeit der Ernährung der Menschheit einbüßen. Viel schlimmer ist, das, was den Menschen eben ausmacht in diesem Kulturzustand, die Differenzierung, die Individualität, die würde in einem Ausmaß heute zerstört werden, wie wir uns das, glaube ich, beginnen ein bisschen vorzustellen, weil wir haben in China einige Beispiele, wir sehen andere Formen von Totalitarismus, aber ich fürchte, wenn er heute käme, wäre er um vieles absoluter, als er das bereits war. Ich glaube, dass ich die Zeit nicht haben werde, auf alle Einzelheiten dieser Ideen einzugehen. Ich reiße sie kurz an. Wo immer wir im Liberalismus und in seiner langen philosophischen Tradition davor, die eigentlich überwiegend auch in der christlichen Philosophie ihre Wurzeln hat, wo immer wir die Grundbegriffe von Sozial- und Moralphilosophie ansetzen, Menschenbild, Geschichtsbild, Gesellschaftsbild, haben wir Vorstellungen von Indetermination. Wir wissen, der Mensch ist begrenzt. Wir wissen, es gibt einige Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, die in der Ökonomie wirken, aber jetzt nicht im marxistischen Sinne, sondern im Sinne von einer sich Durchsetzung verschaffenden Art von ökonomischer Vernunft oder Prinzipien. Aber wir haben es nicht mit Determinismus zu tun, wie wir das im Marxismus zu tun haben. Und deshalb haben wir im Freiheitsbegriff heute Vormittag schon gesehen, die Begriffe hier sozusagen ihrer eigentlichen Grundlage beraubt, und zwar von diesem Anfang her. Die entscheidende Gefahr, die vom marxistischen Denken meines Erachtens nach ausgeht, ist eine Religionskritik. Das ist ein Punkt, der bis jetzt nicht gefallen ist, so ein bisschen drumherum gefahren wurde, aber das ist das Entscheidende, was Marx so bedrohlich, so zerstörerisch im weitesten Sinne macht, weil er nämlich wirklich beim Innersten des Menschen ansetzt. Da ansetzt, wo die Werte eigentlich herkommen. Hayek, der ja eher agnostisch war in seiner Gesamtauffassung, schreibt von der Religion als der Hüterin der Moral. Und er trifft den richtigen Punkt. Etwas profan aus der Sicht eines sehr religiösen Menschen, würde man sagen, ein bisschen sehr äußerlich beschrieben, aber trifft genau den richtigen Punkt. Und das ist auch der entscheidende Satz oder die Erklärung, Wenn Marx davon spricht, den Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es ist sozusagen die komplette, Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich 5 Minuten noch habe, ja, Sie müssen sich vorstellen, da ist dieser Hegel, der am Gipfel des deutschen Idealismus zurückblickt, wirklich am obersten Gipfel rationalistischer Philosophie, zurück zu Platon, Descartes, die ganzen rationalistischen Denker in der Reihe, an Kant hat er sich gerade abgearbeitet. Und jetzt kommt Hegel und macht daraus eine Phänomenologie des Geistes, ein absolut, wir würden sagen, irrsinniges System.
genial irrsinnig. Jetzt setzt er oben drauf auch noch den preußischen Staat, die Staat und Rechts- und Staatsphilosophie und macht ein irrsinniges Konstrukt. Und jetzt kommt Feuerbach dazwischen, zersetzt die Religion und viel schlimmer noch das, worum es in der Religion geht. Und jetzt kommt Marx und schreibt in der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, alle Kritik beginnt mit Religionskritik. Und dann kommt der berühmte Satz, Religion ist Opium fürs Volk, und er trifft den Kern, nämlich da, an diesem entscheidenden Punkt, in den wichtigsten religiösen Aussagen des Menschen, mit denen er beschäftigt ist, seine großen letzten Fragen, die fast immer diejenigen unter uns, die Kinder haben oder Enkel und die den Menschen im Bogen seines Lebens kennen, also bis zum Lebensabend hin, wissen genau, diese oder kennen das aus Erfahrung, diese letzten großen Fragen, die fast immer in der Ethik auch der Verweis auf die letzten Gründe sind, sind fast immer die allerersten Fragen, die der Mensch stellt. Sind die Kinderfragen. Sind die Fragen des verstörten Kindes. Mami, Papi, wo ist die Omami hin? Wo ist sie jetzt? Warum ist etwas überhaupt? Also die Frage nach der Erstursache. Das sind alles diese Fragen, deren Antworten den inneren Kompass des Menschen für sein Leben stellen. Und sie sind fast immer religiös konnotiert oder sind sie direkt religiös. Sie haben fast immer mit solchen Fragen zu tun und sie haben immer wertbegründende Grundlage. Im Anfang eines, behaupte ich jedenfalls, ist es bis jetzt noch so, Leben des Menschen. Und das ist es, was Marx so gefährlich macht. Jetzt habe ich in diesem kurzen Abriss über die Philosophie und den Liberalismus versucht, darzulegen, dass es um Ideen geht und dass in dieser Fassung der Liberalismus die These ist, zu der der Sozialismus und Marx namentlich die Antithese ist. Und es gilt zu begreifen, in dem Augenblick, in dem wir das sagen, der Liberalismus ist die These, machen wir eine Reihe von Voraussetzungen. Es ist viel leichter, eine Antithese zu formulieren. Es ist viel leichter zu verneinen. Da braucht es nicht viel, nämlich nur die These, die man verneint. Aber eine These zu formulieren, bedeutet anzunehmen, dass es möglich ist, in wahren Sätzen zu sprechen. Also bei aller Bedeutung des kritischen Rationalismus anzunehmen, dass es sinnvoll ist, in wahren Sätzen zu sprechen, sonst können wir aufhören. Das ist dann keine These, das ist dann eine momentane Meinungsäußerung, die man vielleicht morgen oder anders in ein paar Minuten wieder anders hat. Um eine These dieser Art zu formulieren, bedeutet es, dass man von Werten ausgeht, die überzeitlich gelten, also einen Anklang mindestens von Naturrecht anerkennt. Andernfalls auch wiederum diese These eine ist, die unter dem Vorbehalt, Werte ändern sich, dann ändert sich die These. Nein, um die These zu formulieren, muss man alle diese Dinge voraussetzen. Das ist anspruchsvoll. Verweist, wie ich versucht habe darzulegen, auf die christliche Philosophie oder wenn man zumindest anerkennen muss, es hat ihre Wurzeln darin. Und die Grundhaltung, die hier zugrunde liegt, ist eine bejahende. Sie betrachtet, und damit, darin ist das liberale Menschenbild mit dem christlichen wirklich sehr eng verwandt, sie betrachtet den Menschen in all seiner Begrenztheit, seiner Fehlbarkeit, seinen Fehlleistungen, die er oft bringt, trotzdem bejahend. Sie ist eine Haltung des Sympathisierens mit dem Menschen, der Benevolenz. Und das ist die Grundlage der Philosophie der Freiheit. Und das ist die These. Vielen herzlichen Dank.